Ja, also vielen lieben Dank für die Einleitung und auch für die Einladung. Ich darf also dort fast nahtlos anstimmen, wo also die Sandra schön mit der Keynote aufgehört hat, über das zum Thema freie Bildungsmaterialien. Oder vielleicht auch anders und sehr provokant zum Vorredner zu sagen, warum ich also heute noch große Probleme sehe in der österreichischen Schule, diese auch zu digitalisieren. Und wenn es vielleicht auch vereinzelt gelingen mag, bezweifle ich es, dass es also morgen quasi flächendeckend möglich ist. Und warum? Ich hoffe, das bringe ich heraus oder wo das Problem also auch wirklich liegt. Das Thema ist, wie gesagt, freie Bildungsressourcen, ein wesentlicher Bestandteil des Bildungssystems. Und vorweg habe ich eigentlich nur drei Fragen. Und meine Erfahrung zeigt mir bisher, dass diese drei Fragen durchaus jeden im Publikum meistens in irgendeiner Form doch betreffen. Die erste Frage ist eine Situation, ein Lernender, also Ihre Schüler oder Schülerinnen, erstellt sich Lernunterlagen, indem er diese einfach aus verschiedensten Dokumenten zusammenkopiert. Bei uns auf den Universitäten nennt man das dann Formelsammlung, die tauscht man dann im Wesentlichen natürlich aus. Und jetzt ist die Frage, darf er das seinen Mitschülern, seinen Mitstudierenden, wie auch immer, geben, weil jetzt hat einer die Arbeit gemacht, das ist toll und es wäre doch interessant, dass auch jemand anderer davon lernen darf. Die zweite Situation, die ich gebracht habe, ist, ein Lehrender, also in dem Fall Sie, findet Arbeitsblätter im Internet für seinen Unterricht. Jetzt stellt sich die Frage, dürfen Sie diese verändern und dürfen die Sie auch weitergeben, also diese Dokumente, ja? Weil ich gehe davon aus, dass, so wie es zumindest mir als Lehrender geht, dass zumeist das Arbeitsblatt nicht hundertprozentig passt, so 80-90%, also das heißt, ein bisschen was muss ich drüber tun und das verändere ich dann und teile das an meine Schüler einfach aus, per E-Mail oder wie auch immer. Und die dritte Situation, die wir an den Universitäten wahnsinnig oft haben, also ich habe also ein Buch und sage, ich lese nach diesem Buch und stelle das jetzt ins Lernmanagementsystem als PDF zur Verfügung, nachdem es die Bibliothek eh schon digital hat und stelle es dort rein und sage zu meinen Studierenden, ihr könnt es euch erst downloaden und ich prüfe dann das. Das ist die dritte Situation. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, also oder das Hässliche eigentlich, es sind drei Fragen und eine Antwort ist nein. Also in allen diesen Situationen, würde ich sagen, haben Sie keinen Kavaliersdelikt begangen, sondern eigentlich sind Sie also dem ganzen Rechenschaft vor dem Staatsanwalt und dem Richter schuldig, weil Sie mit großer Wahrscheinlichkeit eine Urheberrechtsverletzung gemacht haben. Im mitteleuropäischen Raum, vor allem im deutschsprachigen Raum, haben wir also eine hohe und sehr lange Tradition, was das Urheberrecht betrifft. Und im Regelfall ist es also nicht so, dass Sie Material, das Sie aus dem Internet runterladen können, auch tatsächlich so im Unterricht einsetzen dürfen. Ja. Und wenn das der Fall ist, also das Problem, wahrscheinlich haben Sie mitbekommen, ist also viel weitreichender. Es hat eine große Diskussion über die ACTA gegeben, die also im letzten Moment abgewandt worden ist. Und jetzt gerade diskutieren wir in den Medien die Festplattenabgabe, ob Sie also quasi nicht bei den Festplatten auch noch was mitzahlen sollten für die Verwertungsgesellschaften und so weiter und so fort. Also das Problem ist sehr weitreichend und es dreht sich also immer wieder ums Gleiche, um eigentlich den Urheberschutz. Und ich stelle dann ganz provokativ am Anfang die Frage, ist das das Ende des digitalen Klassenzimmers? Also wenn Sie nicht einmal in der Lage sind, dass Sie eigentlich irgendwelche Platten aus dem Internet Ihren Studierenden schicken dürfen oder Schülern, die was draufschreiben und ihnen zurückschicken, die das gar nicht austauschen dürfen und schon gar nicht den Papa nach Hause schicken, dann muss ich mir ehrlich fragen, was bringt es überhaupt, wenn wir ganze Klassen mit iPads ausrüsten? Also das ist eine Fehlinvestition sondergleichen, weil wir keine Inhalte dafür haben. Also auch wenn Sie vereinzelt Bücher haben, ein Buch ist schön, aber mit einem Buch füllen Sie natürlich keinen iPad, da haben Sie also wesentlich mehr in der Hand. Gut, jetzt muss ich mich natürlich nähern, also was heißt das freie Bildungsressource, oder was sind diese Open Education Resources eigentlich? Ich kann da ein bisschen schneller drüber gehen, das ist gebracht schon. Wichtig ist, es gibt eine Bewegung, die heißt generell Open Culture. Und diese Bewegung Open Culture kennt vor allem Open Source, das ist auch jetzt sehr weit schon bekannt. Also das sind die Leute, die also drauf programmiert haben, diesen Code ins Internet gestellt haben und dann also eben ermöglicht worden ist, dass das also quasi ausgetauscht ist, wieder hochgeladen worden ist, verändert worden ist und so sind zum Beispiel bekannte Browser wie Mozilla Firefox entstanden. Dann gibt es die zweite wichtige Bewegung, das ist Open Access. Open Access heißt, dass also Inhalte, die wir quasi an den Universitäten erzeugen, auch zugänglich haben. Oder andersrum, also warum zahlen Sie Steuern, dass ich an meiner Position sitze, wo ich sitze, damit ich dann bei Springer Verlag publiziere, wo Sie teuer das Buch erstehen können? Man müsste sich eigentlich das ganze System fragen, was wir hier produzieren. Und da ist natürlich die Bewegung dorthin, dass man sagt, wir wollen Richtung Open Access, wir wollen also auch das, was mit Steuergeldern produziert worden ist, auch wieder der Gesellschaft frei zur Verfügung stellen. Ja, und dann geht es eben noch Open Science, Open Data, Open Information, Open Content und so weiter. Und eben ein Teil drinnen ist eben
sind die Open Education Resources, also die offenen und freien Bildungsmaterialien. Losgegangen ist das Ganze von der UNESCO im Jahre 2002, die also zum ersten Mal, also das sie wirklich in den Mund genommen hat, und die haben natürlich eine andere Intuition gehabt. Also die kommen wirklich aus dem Bereich der Drittstaaten, wo man sagt, die haben überhaupt keine Unterlagen. Also ich habe also eine Dissertation laufen zum Mobile Learning in Afrika. Dort haben die das Problem, da gibt es keine Bücher. Die haben einfach keine Unterlagen, keinen Inhalt, gar nichts. Und da war es natürlich naheliegend, dass man sagt, die westlichen Welt, der es schon so gut geht, die könnten also solche Materialien zur Verfügung stellen, damit wir also auch in den Drittstaaten, wo es unglaublich schwer ist, Bücher überhaupt zu bekommen, Zugang zu Bildungsmaterialien zu schaffen. Das war der Ansatz der UNESCO und ist es auch heute noch zu großen Teilen. Ja, die Definition von MRUC im Wesentlichen ist so, es ist die Open Education Resources sind also Materialien für Lehrende und Lernende, welche kostenlos im Web zugänglich sind, das ist die eine Seite, und die viel wesentlicher ist, die über eine entsprechende Lizenzierung zur Verwendung und auch zur Modifikation freigegeben sind. Das heißt also, jetzt kommt man quasi auf den Punkt, wenn Sie also ein Arbeitsblatt runterladen und Sie nie auf der Webseite nachgeschaut haben, ob Sie das überhaupt dürfen, hier runterladen und verwenden, dann unterliegt es nach dem österreichischen Gesetz, dem österreichischen Urheberrechtsgesetz. Das heißt, Sie dürfen es nicht verwenden. Sie müssen anfragen dort, ob Sie es verwenden dürfen. Und das ist natürlich, wie Sie sagen, durchaus mühselig, weil ich weiß selbst, wie oft ich Anfragen gestellt habe und wie oft ich eine Antwort bekommen habe. Weil es auch das Pendant auf der anderen Seite auch nicht versteht, warum Sie anfragen. Das ist also eigentlich nur ein Kreislauf, den man bisher nicht wirklich erklärt hat, was also hier eigentlich das Problem ist. Ja, was heißt es jetzt Open Education Resources? Es sollte frei sein, also zugänglich. Es sollte, wenn möglich, auch wiederverwendbar sein. Das heißt, dass Sie es also nehmen können, überarbeiten können, einsetzen nach Ihren Dingen. Und in ganz, ganz strengen Definitionen sollte es auch Open Standard verwenden. Das heißt, Sie dürften streng genommen nicht einmal Wörter mitverwenden, weil natürlich dann jemand anderer eine kommerzielle Software braucht, um das zu bearbeiten. Das heißt also Open Office. Und die bekannteste Lizenz natürlich ist die Creative Commons hier oben. Das hat sich also jetzt international durchgesetzt, wo das Zeichen drinnen steht, also in dem Fall, Sie dürfen es unter Namenswendung genau so wieder weitergeben, wie es zur Verfügung gestellt worden ist. Das ist also sehr ähnlich und angelehnt an den Open Source. So, jetzt stellt man sich die Frage, wer macht denn sowas überhaupt? Ja? Warum brauchen wir OER? Wer könnte daran Interesse haben? Dann ist die Nummer 1 das MIT. Das MIT hat im Jahre 2002, unmittelbar nach der Definition der UNESCO, sofort angefangen, ihre Inhalte ins Netz zu stellen. Jetzt könnten Sie fragen, warum macht das MIT das, wenn Sie auch noch wissen, dass die 9,2 Millionen US-Dollar investiert haben, um das zu erstellen, dann würde ich heute behaupten, klingt das sehr nach Reputation. Ich bin die erste Universität, die tolle Inhalte ins Netz stellt und diese auch wirklich dafür produziert. Das heißt, was Sie heute beim MIT finden, ist eigentlich nicht die reale Vorlesung, sondern speziell für das Web produzierte Inhalte. Kurz danach, 2004, ist also der Learning Space der Open University UK online gegangen. Die haben ein anderes Interesse, das ist eine Open University, die also per se Bildung quasi für jeder Mann und jeder Frau anbietet. Und diese hat natürlich das Interesse, Bildung nach außen zu tragen. Und da ist es fast naheliegend zu sagen, also wir stellen natürlich die Bildungsmaterialien als Open Educational Resource zur Verfügung. Und die haben mittlerweile wahnsinnig viel online und bieten das, wie gesagt, als Open University einfach an. Dann gibt es also, sind Wikis gekommen, also das größte internationale Wiki ist der Wiki Educator, ein australisches Produkt. Dort finden Sie in dem Wiki viele, viele Sammlungen zu freien Bildungsmaterialien, zu den verschiedensten Bereichen. Der Nachteil ist, es ist also kaum was Deutsches da drin zu finden. Das ist also vorwiegend Englisch, Sie finden schon deutsche Inhalte, aber da müssen Sie wirklich, wirklich tief suchen, bis Sie auf diese dann wirklich auch stoßen. Aber es gibt also auch was Deutschsprachiges. Das Deutschsprachige ist das bekannteste, das Zoom-Wiki. Die sind also Lehrer, die sich also vor Jahren zusammengeschlossen haben und also dort wirklich auch freie Bildungsmaterialien im Prinzip sammeln. Und die können alle verwendet werden. Da finden Sie also jeden Fachbereich und da brauchen Sie also keinen Bauchweh haben, wenn Sie sich irgendwas runterladen oder sonstiges. Sie sehen also auch hier oben schon die Lizenz. Das ist also von Haus aus als Open Education Resource, also definiert und freigegeben. Erwähnen muss man auch die Khan Academy, wobei ich bei der Khan Academy ehrlicherweise immer ein bisschen Bauchweh habe, weil eigentlich ist es kein OER, aber Google und Microsoft haben den also so toll gefunden, dass sie also eben wirklich gesponsert haben und er hat heute also sehr viele Videos online.
Und das Perverse an dieser Geschichte ist eigentlich, nachdem es streng genommen kein OER ist, dann dürfen Sie es, also darf ich hier an dieser Stelle jetzt kein Khan-Akademie-Video zeigen, weil das ist eine Vorführung im öffentlichen Raum wäre. Ich dürfte Sie alle bitten, dass Sie Ihr Smartphone zücken und die URL aufrufen und sich jetzt das Video anschauen, das ist erlaubt, aber mehr nicht. Ja, das ist also auch etwas, was wenige wissen, dass also das Vorführen von YouTube-Filmen auch schon zu Problemen in Klassenräumen führen kann. Ja, das ist also auch nicht etwas, das also ohne weiteres möglich ist eigentlich. Also Khan Akademie hat also sehr viele Videos zum Thema Mathematik vorwiegend erzeugt, in einer Qualität, wo ich sage, also das ist eigentlich nicht das, was ich mir in österreichischen Schulen wünschen würde, aber er hat damit viel Geld verdient oder gesponsert mit Microsoft. Dann natürlich Apple, Apple auch mit seinen Initiativen quasi auch auf dem Schul- und Bildungsmarkt also Fuß zu fassen, hat immerhin iTunes zur Verfügung gestellt, iTunes U. Und man kann also denken darüber, wie man will. Es ist grundsätzlich eine Plattform einmal, die also Bildungsinhalte verbreiten lässt. Ja. Und Sie können es natürlich dementsprechend lizenzieren und damit das Open Education Resource anbieten. Das heißt, die Software an sich ist es noch nicht, aber die Inhalte, wenn Sie es so definieren, dann schon. Dort sind also 2010 im November online gegangen bei iTunes U. Ich habe bewusst das Bild drinnen gelassen, um auch zu erklären, weil es heißt immer die bösen Apple und proprietär, also meine Universität hat genauso aufgeschrieben, was erlauben wir uns da mit iTunes U jetzt, also quasi alle auf iTunes zu zwingen und sonstiges. Dem ist nicht so technisch gesehen. Es ist nämlich so, dass also das Ganze nur ein Abbild ist, wie Sie es hier sehen, es ist iTunes U und iTunes U verlangt nur ein RSS-Feed. Das heißt, die wollen gar nicht die Files von uns, sondern die Files, die liegen auf unseren Servern und mittels RSS-Feed spielen wir die in iTunes U ein. Was heißt das? Dass wir natürlich eine zweite Plattform haben, die heißt bei uns itunes.theograz.at, wo dieselben Inhalte liegen. Das heißt also, jeder Studierende, jeder Mitarbeiter, der nicht iTunes verwenden möchte, der wendet sich an diese URL und bekommt die gleichen Inhalte. Das ist möglich, das erlaubt Apple auch, nur wie gesagt, das hat sich, ich glaube, wir waren damals weltweit die Ersten, die die Lösung so gemacht haben und wir sind immer noch sehr wenige, die das in dieser Richtung anbieten. Warum sind wir auf iTunes U gegangen? Einfach wegen der Verbreitung. Also ich habe eine Vorlesung drinnen, die generiert 22.000 Downloads die Woche und das ist schon spannend, ja, zu sagen, also wir verbreiten uns enorm, weil sehr, sehr viele, vor allem natürlich durch die Apple-Geräte, dort zugreifen auf diese und das Schöne an der ganzen ist, es ist demografisch unabhängig. Das heißt, es sind Schülerinnen genauso drinnen wie Leute, die über 60, 70 sind. Das heißt, wir greifen auch wahnsinnig in die Erwachsenenbildung ein und die holen sich das über diese Plattform. Es ist also für uns also kein zu vernachlässigender Faktor. Ja, L3T, für das also ich also mittlerweile auch sehr bekannt bin, haben wir seinerzeit also auch mit Bauchweh als OER definiert, ganz genau genommen ist es ja keines, weil es also nicht modifiziert ist, aber es wird also frei angeboten. Sie sehen also, mit Sonntag war der Stand auf dieser Anzahl von Downloads innerhalb von 2 Jahren. Wenn Sie es runterrechnen, ist es ein Download von 5 Büchern pro Tag. Irgendwie kann man jetzt sagen, es wird nicht gebraucht. Ja. Zu sagen, also das ist schon schlagend eigentlich, dass man sagen kann, offensichtlich werden diese Ressourcen auch benötigt und es gibt Leute, die also damit arbeiten. Ja, wir haben im Wiki-Educator dann das OER im deutschsprachigen Raum mit einem starken Fokus auf Österreich zusammengefasst. Unter dieser URL finden Sie also viele, viele kleine Plattformen, wo wir in Österreich also verschiedene Initiativen haben. Wie gesagt, wir haben natürlich alle gefunden, aber viele. Der Schulbuchomat, hat die Sandra, glaube ich, schon erwähnt am Anfang, ist also dort das erste Biologie-Lehrbuch, das jetzt entstehen soll und das als reines OER zur Verfügung stehen soll. Das wäre das erste deutschsprachige Buch. Und wir dürfen also da zuschauen und schauen, wie das Ganze im Entstehungsprozess so funktioniert. Spannend ist natürlich diese Form des Crowdfundings, die Sie ausgeschrieben haben, wo Sie gesagt haben, wir wollen also, dass quasi die Gesellschaft für uns einmal zahlt, dann produzieren wir das Buch und geben das der Gesellschaft wieder zurück. Aber interessant ist vielleicht auch der andere Aspekt, wir zahlen das Produkt zur Gänze, dafür bekommen wir ein OER-Material zurück. Also das sollten wir uns vielleicht einfach als Geschäftsmodell im Hintergrund. Ja, die Frage stellt sich, warum braucht jemand eine OER-Strategie? Das heißt, also ist es überhaupt notwendig? Was bietet Open Education Resources für Vorteile? Wir erwarten uns also ein großes Themenspektrum, hohe Flexibilität bei der Auswahl. Denken Sie dran, Sie hätten viele verschiedene Materialien. Sie als Lehrende können nehmen, was Sie wollen. Sie als Kind und Schüler können vielleicht auf das zurückgreifen, was Sie gerade noch brauchen beim Üben. Und noch interessanter, und diese Thematik haben wir bisher überhaupt ausgeklammert, auch die Eltern können runterladen, für ihre Kinder was zu üben. Also das ist für mich einer der größten Fehler momentan in der Schule, nachdem ich selbst also 4 schulpflichtige Kinder habe, ich komme zu keinem Material.
Ich kann mit meinem Kind nicht üben, der hat seine Bücher durchgemacht und wir stehen jetzt. Und das heißt, wir können uns ein neues Buch kaufen, wo wir nicht einmal wissen, ob der Lehrer das Buch kennt. Ja? Und so weiter und so fort. Also die Probleme, man stoßt also hier sehr schnell an die Grenzen. Ja, wir haben Zeitersparnis durch Wiederverwendung. Das heißt, ich erwarte mir, wenn man immer wieder Materialien verwendet, sehr schnell kriegt, wird sich auch Zeitersparniseffekte geben. Auch die Werte von Bildungsinhalte steigern sich wahrscheinlich infolge der Überarbeitungsroutinen. Wenn viele Sachen öfters überarbeitet werden, werden sich die Fehler so minimieren. Kollaborative Lernformen natürlich, weil plötzlich ist es einfach, zwischen Dokumenten zu tauschen, herumzuscheren, zu liken, was auch immer Sie wollen. Und auch die benutzerzentrierte Vorgehensweise, das heißt also, die Kinder können jetzt auch was tun damit. Ja, also bisher können Sie den Kind ja kaum sagen, machen Sie eine Kopie von Ihrem Schulbuch und geben Sie das den Nachbarn. Ne? Das ist ja auch nicht erlaubt. Ja, ich sehe Potenziale für die Gesellschaft. Und zwar, ich sage, wir müssen einerseits Zugang zur Bildung ermöglichen, das ist also von den Universitäten sowieso eine Forderung, das steht in unserem Auftrag. Wir sollen lebenslanges Lernen ermöglichen, das heißt, ich sage meinen Studierenden immer, sie sollten dann auf die Universität wieder zurückschauen, um zu sehen, also, was wir wieder Neues machen. Unsere Halbwertszeit des Wissens ist ja schon in Dimensionen, wo man sagen muss, wenn der Student die Universität verlässt, dann ist er schon wieder out of the date. Die Kosteneinsparnis natürlich sehen wir natürlich auch, also wenn wir viele Dinge wiederverwenden können, ich also ohne Probleme auf Materialien zugreifen kann der TU Wien, dann wäre das eine Kostenersparnis, auch Zeitersparnis wahrscheinlich. Die Qualitätsverbesserung durch eine oftmalige Wiederholung und dann muss ich immer zum Schluss fragen, na, wie schaut es mit der Wissensgesellschaft aus? Ne? Also in einer Wissensgesellschaft, die nur von Büchern lebt, die offensichtlich nur ich kaufen darf und nichts damit tun darf, ist natürlich also auch zu hinterfragen. Ja. Und da komme ich jetzt quasi wieder auf das und das digitale Klassenzimmer, wenn Sie so wollen, verlangt natürlich nach digitalen Ressourcen, die Sie verwenden dürfen. Ja, das ist irgendwie einfach eine logische Frage. Ja, man gibt es also dann verschiedenste Diagramme, wie man also so Strategien zum Beispiel an Hochschulen einführen kann. Zum Beispiel könnten Sie sagen, was bringt das jetzt? Dann habe ich für die existierende Zielgruppe, mache ich das zur Optimierung, damit erleichtere ich auch Zugang zum Material, ja, zum Beispiel. Warum ich ist das, also weil die TU Graz, also unter meiner Leitung hier, 2011 mit einer Strategie online gegangen ist, das erste österreichische Universität, wo zumindest das einmal implizit abgenickt worden ist von der Leitungsebene, wir machen OER. Ja. Und ich also das okay von oben habe, dass also hier einiges passiert. Ja, es gibt dazu dann eine Seite, wo also die TU Graz listet, was wir jetzt gerade am Sektor des Open Content. Ja, dann kommt die kritische Frage, wie könnte Qualitätsmanagement ausschauen? Ja, das ist immer gefürchtet, weil natürlich auch mein Rektor sagt, um Gottes Willen, wie gewährleisten Sie, dass natürlich nur das Beste den Studierenden geboten wird. Dazu gibt es also, wie gesagt, Hillen 2006 hat schon gesagt, eine Reihe von formalen und informellen offenen Formen des Qualitätsmanagements und hat das in dieses Kreuz gebracht. Das heißt also, Sie können sagen, ich mache das zentral, die Qualitätskontrolle, ich mache sie geschlossen, dann haben Sie sowas wie eine interne Qualitätskontrolle. Da müssen Sie wahrscheinlich ein Zentrum einrichten, das nichts anderes antut, als wie diese Materialien auf Inhalte prüfen. Oder Sie lagern es dezentral aus, machen das offen und warten auf Nutzerkommentare und Bewertungen. Auch das passiert in diesen Wikis und Sonstiges, dass Sie also Rückmeldung bekommen, Sie sehen den Einsatz bei den anderen und dann nehmen Sie also das abgedatete Material wieder. Das ist also auch eine Form des Qualitätsmanagements. Ja, wir haben uns das dann auch genauer angeschaut im Rahmen einer Masterarbeit, also es war eine Diplomarbeit. Wir haben also 83 OER-Angebote im deutschsprachigen Raum analysiert, die uns zusammengetragen worden sind aus verschiedenen Workshops, Befragungen und Sonstiges. Das war offensichtlich das Material, mit dem österreichische und zum Teil deutschsprachige Lehrer arbeiten. 46 davon haben wir detaillierter untersucht. Warum nur 6, also wo sind die anderen 40 geblieben? Die anderen 40 waren mehr oder weniger nur Linksammlungen. Ja, da kann man nicht davon reden, das ist eine OER-Plattform, sondern die haben mit einem Link wieder weiter verwiesen. Wir haben das dann eingeteilt in verschiedene Kategorien. Wir haben gesagt, Recht ist einmal wichtig, das heißt, dass die Urheberrechtsregelung in Ordnung ist. Wie ist das technisch gelöst, wie schaut der Inhalt aus? Und haben das dann gewichtet, sodass man natürlich irgendwie in einen Vergleich gekommen ist und damit sagen, eine Aussage trifft. Wie hat sowas ausgeschaut? Sie sehen zum Beispiel bei den rechtlichen Kriterien von diesen 46 übergebliebenen ist, wenn Sie da schauen, im blauen Bereich, wenn wir runtergehen, etwa bei einem Drittel die Modifikation erlaubt. Das heißt, dass ein Drittel bleibt Ihnen über, das wirklich OER-Material ist. Bei den anderen zwei Drittel war nicht erlaubt, dass Sie also das Material, das Sie sich runterladen, auch verändern dürfen. Ja, geschweige denn also ordentlich weitergeben oder Sonstiges. Ne? Weil Veränderung ist ja auch, wenn Ihr Kind einfach das Arbeitsblatt ausfüllt. Ja, das ist es per se auch eine Veränderung des Inhaltes, digital gesehen.
Ja, was übergeblieben ist bei diesem OER Quality Index ist, also Sie sehen also hier die Listung mit verschiedensten Punkten. Wikibooks.org, Vorbilderpool.at und Safeinternet.at hat damals gewonnen. Da würde ich Ihnen heute sagen, also wenn Sie die drei verwenden haben, Sie brauchen Sie keinen Bauchweh haben. Je weiter Sie runtergehen, umso schlimmer wird das Ganze im Wesentlichen dann, was also das Ganze betrifft. Ja, spannend ist dann diese Aussage, dass wir also von diesen 83 analysierten Angeboten, vorwiegend aus dem österreichischen Raum, dass nur 12 dieser 46 analysierten Angebote tatsächlich offene Ressourcen sind. Ja, so wie wir sie verstehen mit und damit rechtlich eine eindeutige Nutzung möglich ist. Ja, in allen anderen, also wenn Sie also 83 minus 12 rechnen, würde der Aussage des Juristen, also ich unterhalte mich ja manchmal mit Juristen sein, das wird der oberste Gerichtshof entscheiden, ob sie recht gehabt haben oder nicht. Ja? Also wenn sie dort Material verwenden und sie verklagt werden. Das Schlimme daran ist, es ist also so, dass es in Österreich noch überschaubar ist, aber in Deutschland gibt es schon Rechtsanwälte, die sind spezialisiert auf Verklagen von Professoren und Lehrern. Und da ist natürlich dann ein Problem. Ja? Und das ist immer nur eine Frage der Zeit, bis das ein bisschen zu uns überschwappt. Gut. Zum Schluss habe ich noch ein Thema mit, das ist natürlich auch ein eigener Vortrag an sich, aber ich möchte es gerne anschneiden. Wer zahlt denn das überhaupt? Ja, also wenn Sie jetzt sagen, okay, freie Bildungsressourcen ist ja alles toll und schön, aber irgendwer muss ja auch Geld in die Hand nehmen, weil auch ich habe nur 7x24 Stunden die Woche und irgendwann ist das endlich. Ja. Dann muss man sagen, da gibt es eine sehr provokative Frage, also der BWL, die sagt einfach, wenn etwas nichts kostet, ist auch nichts wert. Ja. Ein ganz normaler Zusammenhang, ja. Aber natürlich gebe ich mich mit dem nicht zufrieden und denke also da weiter. Wir haben also im Prinzip zwei Ansätze definiert. Man könnte also sagen, man könnte bewerten den Wert von OER, indem man sagt, ich mache einen input-orientierten Ansatz oder einen output-orientierten Ansatz. Wie ist das jetzt? Input heißt, der Wert der Arbeitsleistung, die für das Entstehen dieses Werkes notwendig war. Ja, Sie sehen, also das MIT 2003 9,2 Millionen Dollar für ihre Plattform, oder? Die hätte ich gerne. Ich hätte immer gesagt zu meinem Rektor, wenn er mir die Hälfte gibt, mache ich mindestens das Gleiche. Ja, das ist also kein Problem. Dann können Sie sich fragen, was ist denn die Wikipedia oder die Wikipedia wert? Ja, gibt es also verschiedene Masterarbeiten und Diplomarbeiten drüber? Der Wert ist also heute kaum mehr feststellbar. Die meisten sagen, ich schätze den Arbeitsaufwand je Wort, ja, und rechne irgendwie hoch, was das Ganze kostet. Oder ich schaue mir die Änderungen in einem bestimmten Zeitraum an. Ja. Sie kommen auf Summen, die wollen Sie gar nicht hören. Ja, das ist also quasi unbezahlbar geworden, dieser Wissenspool. Ja, oder Sie nehmen auch L3T her, wir haben auch das durchgerechnet und gesagt, was hat das gekostet bei der Erstellung und Sie kommen bei 120.000 Euro an. Jetzt müssen Sie natürlich sagen, 120.000 Euro für ein Buch, naja, wer zahlt Ihnen das? Ne? Also da muss ich schon, dann muss ich schon wieder zu Microsoft oder Google gehen, die offensichtlich ein großes Interesse hat, dass das auf jeden zweiten Satz steht oder so. Ja, oder man schaut also den output-orientierten Ansatz an und sagt, okay, das kann es nicht sein, ich muss das also anders rechnen, dann könnte ich darüber nachdenken, was ist, das, ist der Wert, der dieser Produkt am Markt also beigemessen wird. Und da können Sie hergehen und sagen, naja, die Ersparnisse, die Nutzerinnen hätten, die finanziellen Einbußen der potenziellen Mitbewerber, weil die ihr Buch jetzt nicht mehr so toll verkaufen, der Wert der Zugriff auf die Webplattform oder eben das PR und so weiter. Also das wäre natürlich auch Möglichkeiten, aber das ist natürlich noch weniger griffig zu sagen, um festzustellen, was also die, diese Ressource wichtig, und das ist natürlich das Wesentliche, also das OER, sehen wir als eine Kette, also eine Wertschöpfungskette. Das heißt, ich habe entweder einen Teil einer Vorfinanzierung oder ich habe eine sogenannte Refinanzierung. Die zwei Möglichkeiten habe ich. Also es gibt Vorfinanzierung, es hat irgendjemand Interesse daran, dass das Produkt produziert wird, oder es gibt eine Refinanzierung, das heißt, nachdem es erstellt worden ist, schaue ich, dass ich irgendwie zu Einnahmen komme. Ja, wie kann das jetzt sein? Sie sehen also vorweg, stehen Privatpersonen, die also Stiftungen, öffentliche Fördergeber, Sponsoren, irgendwelche Organisationen, die einfach sagen, wir brauchen diese Ressource. Und die zahlen dafür dieses Geld, damit es also erstellt werden kann. Ja, und danach stellt es das OER zur Verfügung. Wenn Sie das also nicht haben, dann muss man das also offensichtlich umdrehen und sagen, okay, ich brauche hinten noch vielleicht Spender. Die sagen, ich spende jetzt dafür, weil ich es eben verwendet habe. Ich brauche potenzielle Kunden, Werbung wäre zum Beispiel, oder ich habe irgendwelche kostenpflichtige Leistungen, Zusatzleistungen, wie das Ganze im Wesentlichen also finanziert werden kann. Ja, damit Sie sehen, das Ganze ist schon möglich, habe ich also von L3T das mitgebracht. Bei uns war es so, dass wir natürlich ausschließlich von Refinanzierung leben oder mehr oder weniger schlecht leben, wie auch immer.
Also wir haben ein Patenmodell für einzelne Kapiten. Wir haben zusätzlich das Buch herausgegeben, das natürlich was kostet. Ja, und damit ist auch eine kleine Gewinnmarge drinnen. Wir haben natürlich die Käufer der kostenpflichtigen Apps zum Beispiel. Also das Grundmaterial, das PDF ist gratis, kann jeder verwenden. Und bei allen anderen Dingen wird also irgendwie in irgendeiner Form etwas Geld eingehoben, um quasi das Projekt am Leben zu erhalten. Ja, da sehen Sie das persönliche L3T-Buch. Die Idee war zum Beispiel, Sie können sich die PDFs zusammenklicken, wie Sie wollen, weil Sie brauchen ja nicht das gesamte Buch über 500 Seiten und das Ganze wird an einen Print-on-Demand-Betreiber geschickt und dort kommt das persönliche Buch zu Ihnen nach Hause, genau mit diesen Kapiteln, das Sie gerne hätten. So, jetzt müssen Sie mal weiterdenken. Wenn wir jetzt eine Plattform haben mit OER-Ressourcen, dann könnten Sie Ihr eigenes Buch zusammenstellen. Dass das nicht einmal Zukunft ist, wird Ihnen heute Gernot Flahr am Nachmittag erzählen. Also es gibt schon eine Beispielplattform in Amerika, die macht das genauso. Ja, Sie können also hergehen, per Klick zu sagen, ich möchte genau das, 20 Mal bitte, und Sie kriegen also diese Bücher. Kostet Ihnen halt die Produktionskosten im Wesentlichen. Ja, das ist also etwas teurer, als wenn Sie einen Offsetdruck haben, aber ist überschaubar, also von den Kosten. Ja, Crowdfunding ist auch etwas, mit dem man also momentan relativ viel experimentiert. Die Gesellschaft sagt, es ist halt wichtig, dass wir diese Ressourcen haben und deswegen also wird hier im Wesentlichen gefördert. Ja, das Beispiel war spannend. Ich habe es jetzt noch drinnen gelassen, weil wir sind quasi Konkurs gegangen oder wie man auch immer sagen kann. Deren Idee war, sie sind zu Universitäten gegangen, haben gesagt, okay, gebt uns eure Skripten, die bei uns ja zuhauf herumliegen. Jeder kann mit einem eigenen Reader im Wesentlichen das Ganze frei lesen, das kostet nichts. Wenn aber der Student das Buch will, dann muss er es im Prinzip also zahlen und dann kriegt das zugeschickt. Das heißt, es ist eine proprietäre Software. Erinnere mich daran, dass das also auch ein paar deutsche Verlage im Wesentlichen machen. Nur die sind also an diesem Geschäftsmodell offensichtlich gescheitert, weil seit 2 Monaten ist die Plattform quasi zu bezahlen, also auch wenn sie das generell lesen wollen. Ja, wo sehe ich die Zukunft? Die Zukunft für Open- oder freien Bildungsmaterialien. Wir müssen das mit den lizenzrechtlichen Bedingungen einfach klären. Ich sehe also da gar nicht so sehr also einen Aufklärungsbedarf. Also ich hoffe, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, wissen Sie, wenn Sie Urheberrechts machen, also wenn Sie irgendwas machen und das im Internet veröffentlichen, eine Lizenz dazustellen müssen. Wenn Sie das nicht tun, dann quasi waren meine 30 Minuten quasi umsonst. Wie gesagt, weil sonst kann es niemand verwenden, obwohl wir das ja eigentlich auch wollen. Ja, also ich als Lehrender stelle sie ins Internet, damit sie jeder verwenden kann. Zum Anschauen habe ich sie ja dort nicht hingestellt. Ja, weil wir es eben brauchen für das digitale Klassenzimmer und das wird also auf uns zukommen. Wir müssen natürlich auch Bildung zugänglich machen, daher auch die Forderung, viel mehr ins Internet zu publizieren. Ja, das ist also etwas, das ich jedem nahelege eigentlich, weil ich glaube nicht, dass das Arbeitsblatt auf Ihrem Rechner irgendeine Bedeutung hat, aber vielleicht, wenn es ein Kollege verwenden kann, ein Elternteil verwenden kann und so weiter, helfen Sie also explizit auch der Gesellschaft. Und das Ganze braucht einen politischen und gesellschaftlichen Wandel. Ja. Also wenn man also dieses Umdenken, dass man das Produkt vorher bezahlen muss, ist also hier notwendig. Es ist kein Risiko, Geschäftsmanagement oder sonstiges dahinter, dass man bezahlt also das Produkt. Ja, die Botschaft ist, verwenden Sie also bitte ausschließlich lizenziertes Bildungsmaterial. Also ich hoffe, ich habe Sie auch in diese Richtung sensibilisiert. Schauen Sie einmal, was Sie verwenden und ob das überhaupt irgendwo steht. Weil wenn dort nichts steht, lassen Sie bitte einfach die Finger davon, also nicht nachdenken drüber. Nein, ja, ist die Antwort. Und lizenzieren Sie bitte Ihr Eis. Und das ist auch immer so ein Argument, weil natürlich gerade auf den Universitäten wird immer gefragt, ja, wieso soll ich meine Sachen ins Internet stellen? Dann kommt zum Schluss keiner mehr in die Vorlesung. Ja, also ich sage immer, wenn es so einfach wäre, machen wir das bitte, weil das kostet uns ja auch viel Geld, wenn da der Professor liest und keiner sitzt drinnen. Also Eltern und Schülern kommen also nicht zu uns, weil sie eben dann erst das beste Schulmaterial bekommen, sondern sie wissen, welche gute Ausbildung sie bei uns erwartet. Ja? Weil es geht ja auch um einen Lehrer, der dann die Ausbildung mit diesem Material macht. Wenn es so einfach wäre, ihr Material ins Internet zu stellen und das Wissen der Gesellschaft wächst, dann würde ich sagen, ist das das Beste, was unserer Gesellschaft passieren könnte. Ja, also wir wissen genau, dass das also nicht funktioniert. Ja. Und ich schließe quasi mit dem hier, dass die technologiegestützte Bildung von morgen also freie Bildungsressourcen einfach braucht, die sind also unabdingbar. Und der Hinweis, also wenn ich jetzt das Interesse geweckt habe, ich glaube, die Sandra hat es auch erwähnt, nächsten Montag startet QR13, eben auch die virtuelle BH begleitet sie als Lehrer auch, wo sie dann über
quasi zweimal sechs oder sieben Wochen, 14 Wochen zu diesem Thema alles genau erfahren. Also wie finden Sie das OER, wie erstelle ich OER, wenn ich OER habe, wo füge ich das dazu, was kostet eigentlich das, was ich hier erstelle und so weiter und so fort. Also das versuchen wir hier wirklich zu behandeln. Der Anmeldestand ist momentan bei 600, also das ist ein großes Interesse im deutschsprachigen Raum und wir machen das wirklich also auch aus dem heraus, dass es uns eine wichtige Angelegenheit ist, weil wir glauben, das ist der wichtige nächste Schritt für das digitale Klassenzimmer. Der Rest, der kommt dann von alleine. Gut, damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Ich hoffe, ich habe nicht allzu lange überzogen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.